Westfalen und die Mondlandung. Diesem Thema widmet sich derzeit die Ausstellung Westfalen im Mondfieber im LWL Naturkundemuseum in Münster. Die Ausstellung Sommer 1969, Westfalen im Mondfieber, verbindet eigentlich zwei Themenkomplexe, die auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammengehören. Und zwar ist das Westfalen und die Mondlandung vor 50 Jahren. Dazu gibt es verschiedene Parallelen, zum Beispiel Neil Armstrongs Vorfahren, die zu 50% aus Westfalen ausgewandert sind und in die USA emigriert sind. Westfalen hat also einen wichtigen Teil zur Mondlandung beigetragen. Auch deshalb nahm man in Westfalen die Mondlandung in ganz besonderer Weise wahr. Bei der Rezeptionsgeschichte steht dann der Blick auf Westfalen im Vordergrund und es wird eben erzählt, wie haben die Westfalen die Mondlandung wahrgenommen, über welche Zeitungen, über Fernsehaufnahmen, aber auch welche Stücke wie Spielzeug, wie Musik zeugen von der Mondlandung vor 50 Jahren in Westfalen. Die Ausstellung zeigt auf der anderen Seite, wie sich die Mondlandung auf technischer Seite entwickelt hat. Die Ausstellung erzählt zunächst sehr historisch-politisch die Entwicklung der Raumfahrt, angefangen im Dritten Reich mit der Person von Wernher von Braun und der Raketenentwicklung des Aggregats 4, der sogenannten Vergeltungswaffe 2 oder kurz V2, wie sie von den Nationalsozialisten bezeichnet wurde, die Grundlage für die spätere Raketenentwicklung in den USA und im Kalten Krieg bot und auch aus der letztendlich die Saturn V hervorging, die Astronauten zum Mond brachte. Im Laufe der technischen Entwicklung hatte man auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Zum Beispiel kamen im Rahmen von Apollo 1 bei einem Bodentest 3 Astronauten bei einem Brand ums Leben. Eine weitere Hürde beispielsweise war die Computerentwicklung. Der Computer für Apollo 11 im Mondlandemodul stürzte oder war überlastet und stürzte kurz vor der Landung ab, sodass die Astronauten zunächst Rücksprache mit Houston halten mussten. Dabei verbrauchten sie weiterhin Treibstoff und der Treibstoff wurde immer knapper. Die Funkkommunikation dauert 1,5 Sekunden, einmal hin und wieder 1,5 Sekunden zurück, sodass einfach viel Zeit verloren ging und dass kaum mehr Treibstoff im Tank war, als die Astronauten dann endlich auf dem Mond landen konnten. Die Stimmung nach der Mondlandung war sehr euphorisch. Die Menschen hatten es geschafft, zum ersten Mal auf dem Mond zu landen und auch wieder sicher zurück zur Erde zu kommen. Zunächst einmal wurden die Astronauten aus Sicherheitsgründen in Quarantäne gesteckt. Als klar war, sie haben keine Viren, keine Krankheiten vom Mond mitgebracht, starteten sie eine Welttournee, bereisten die ganze Welt und kamen dabei auch nach Köln. Und in Köln gab es ein sehr interessantes Treffen, und zwar hat der WDR eine Familienzusammenführung begleitet. Neil Armstrongs Vorfahren aus Ladbergen fuhren nach Köln und trafen dort zum ersten Mal ihren Verwandten, ihren berühmten Helden vom Mond. Die Ausstellung ist noch bis zum 23. Juni im LWL-Museum für Naturkunde in Münster zu sehen. Danach wandert sie durch weitere 7 Museen in Westfalen.